Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen zu einem Erlebnis, das ich vor 2 Monaten hatte. Ich wurde nämlich von Mojo zu der Duftstar-Verleihung eingeladen. Und ich wollte euch einfach mal ein bisschen was zu erzählen. Mojo ist ja diese Parfümmarke mit diesen Glitzertäschchen, mit diesen Paillettendingern, wo das Parfüm dann drin ist, wo man direkt aus der Tasche raussprüht, kennt ihr bestimmt alle. Und die haben mich eingeladen zu den Duftstars und ja, darüber habe ich mich tierisch gefreut, weil ich schon immer einfach mal sowas erleben wollte, sei es die Berlinale oder sonstige Preisverleihung. Ich wollte sowas einfach mal erleben. Ich denke, das ist toll, sowas mal erlebt und mitgemacht zu haben und habe mich, wie gesagt, darüber tierisch gefreut. Mit dabei war Empathy 25, also Nadine, die kennt ihr bestimmt auch alle. Wenn nicht, verlinke ich euch sie. Und darüber habe ich mich auch gefreut, sie kennenzulernen. Ja, und das Ganze hat in Berlin stattgefunden, ist in Berlin stattgefunden, deutsch. Wir sind von Köln aus mit dem Mojo-Mobil dahin gefahren. Dabei war der Gründer von Mojo, der Daniel, also von der Agentur, der das organisiert hat. Und der Silvan, der die Filme gemacht hat. Und an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Und der Silvan, das ist so ein Mensch, ich habe noch nie jemanden mit so einer Ausstrahlung kennengelernt. Also das war total faszinierend. Also hiermit bist du auch nochmal gegrüßt, falls du das siehst. Total krass, also so ein verrückter Hutmacher irgendwie. Ja, und dann sind wir halt von Köln mit dem Mojo-Mobil aus, von Köln aus mit dem Mojo-Mobil gefahren. Mojo, so. Und die Autofahrt hat irgendwie 6 Stunden gedauert, aber war eigentlich total entspannt. Und ja, dann angekommen in Berlin abends irgendwann um 10 oder so, dann waren wir im Motel One. War auch ziemlich cool. Das ist echt ein schickes Hotel, finde ich ziemlich gut. Also würde ich jederzeit nochmal übernachten, total. Ja, es soll ja jetzt nicht ums Hotel gehen, aber es ist ziemlich cool, falls ihr irgendwie mal ein Hotel sucht. Das ist relativ günstig und ziemlich schick, so alles in Holz und Türkistönen und so, ganz schick. Ja, das Problem ist, schon angekommen ging es mir nicht gut. Ich weiß nicht, wir sind donnerstags losgefahren, bis samstags waren wir da und es ging mir die ganze Zeit über einfach nicht gut. Die Verleihung selber war Freitagabend, aber mir ging es diese ganzen 3 Tage über einfach nicht gut körperlich und es war echt schade, weil ich mich da eigentlich total drauf gefreut habe, aber irgendwie hat mein Körper nicht mitgemacht. Naja, und dann sind wir freitags, was haben wir denn? Freitags haben wir noch ein bisschen geshoppt, ich brauchte noch Schuhe, Nadine war auch noch ein bisschen shoppen. Was hat die sich? Die hat sich vom Benefit noch irgendeinen Kram geholt. Also wir waren halt in Berlin in diesem KDW. Weil ich da auch noch nie war, das ist ja peinlich, ich war noch nie in Berlin, echt. Und ich war total überrascht, dass es da kein, also wie bei mir in der Stadt, in Dortmund oder wie in Hannover oder sonst wo, dass es da kein großes Zentrum gab, wo halt alle Läden sind und dann war es das, so eine riesige Einkaufsstraße, sondern so wie ich das verstanden habe, gibt es in Berlin mehrere, stimmt das? Also wir waren halt da, wo das KDW ist, war auch total cool, ich war noch nie im KDW, voll das beeindruckende Gebäude und so. Ja, und dann haben wir uns halt irgendwann fertig gemacht. Ich hatte so ein schwarzes Kleidchen an. Nadine hatte auch, was hatte sie auch, ein schwarzes Kleid mit so einem pinken Blazer. Ich kann euch, wenn ihr wollt, mal ein paar Videoausschnitte einblenden. Also im nächsten, ja nicht im nächsten, aber in einem der nächsten Videos vielleicht mal so ein paar Zusammenschnitte von unseren Outfits. Ich hatte halt so ein enges schwarzes Kleid an einfach. Und ja, das war's. Sehr einfallsreich, ich weiß. Ja, es, was noch? Also dann war halt die Veranstaltung und ja, als wir donnerstags abends noch angekommen sind, waren wir auch noch mal kurz an dem Veranstaltungsort und da haben wir schon gesehen, dass der Teppich nicht rot, sondern pink ist, fand ich auch ziemlich cool. Wobei ich jetzt nicht so der Pink-Fan bin, aber Nadine hat sich ziemlich gefreut darüber, glaube ich. Passte auch zu ihrem Blazer. Ja, also dann Freitag sind wir dann da angekommen und da waren dann schon einige Promis. Wir waren insgesamt so da, ja, Jochen Schropp, Franzi von Almsig, Inni van de Maiklokes, Thomas Rath, Anastasia, diese Moderatorin, wer war noch da? Ja, halt so diese ganzen Promis und dann war halt die Veranstaltung und ich habe halt so ein bisschen gefilmt. Wie gesagt, wenn ihr wollt, kann ich euch das mal in einem der nächsten Videos so ein bisschen zeigen. Ich habe halt die Promis gefilmt, während sie interviewt wurden und so. Und war schon ganz interessant. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen enttäuscht war, aber einfach mir das alles irgendwie anders. Also ich hatte einfach gedacht, boah, wenn ich dann da bei diesem ganzen
tollen Menschen stehe und so, dann bewundere ich die total und finde die voll toll und das sind ja alles voll die Promis. Und das war aber überhaupt nicht so. Ich stand dann da zwischen diesen ganzen Menschen und es war dann nicht so, dass ich dachte, boah krass, jetzt steht gerade die Ehefrau von Bruce Willis neben mir, sondern es war halt so, ja, moin. Überhaupt nicht beeindruckend, also das hätte ich nicht gedacht. War aber auch gut, dass ich das mal so erlebt habe und ich habe für mich einfach gemerkt, diese Promi-Welt, diese Stars- und Sternchen-Welt, also jetzt zumindest nach diesem Einmal, das ist nicht meins. So, mein Akku war gerade leer, deshalb musste ich jetzt, ja, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, dass diese Promi-Welt einfach nichts für mich ist. Also ich habe halt wirklich gedacht, boah, dann stehst du da bei diesen ganzen tollen, schönen, reichen, berühmten Menschen und alles ist ganz toll und das möchtest du auch. Und dann war das irgendwie so, dass ich dann da war und mir dachte, boah, also die Veranstaltung an sich war schon toll und ich habe mich auch tierisch darüber gefreut. Also Mojo hat leider nicht gewonnen, aber sie waren wohl, es war wohl ziemlich knapp und darüber habe ich mich total gefreut, weil die Parfüms wirklich gut riechen. Also dieses Schwarze, das Mojo New York, das riecht echt richtig, richtig gut. Und das Goldene, was ist das, Rio de Janeiro oder so, das riecht auch echt Bombe. Jedenfalls hatte ich mich tierisch darüber gefreut, aber so generell dieses ganze, ach, Stars und so, das war irgendwie nicht meins. Also vielleicht auch war diese eine Erfahrung jetzt einfach zu wenig, um das beurteilen zu können. Aber ich habe es mir einfach anders gedacht, dass mein Empfinden dann anders ist. Und war aber eigentlich dann hinterher ziemlich ja, entspannt. Und ich bin dann auch nicht mit auf die Aftershow-Party gegangen. Die war dann halt nach der Verleihung. Ich bin dann ins Hotel, weil es mir einfach nicht gut ging. Und die Nadine und der Silvan sind dann aber noch auf die Aftershow-Party und klar, der Mojo-Macher und der Daniel natürlich auch. Und die war wohl auch ziemlich cool, aber irgendwie hatte ich da keine Lust zu und mir ging es auch, wie gesagt, nicht gut zum dritten Mal. Mein Gott, also jetzt bitte alle eine Kerze für mich anzünden, weil es mir so schlecht ging. Ja. Also was ganz cool war, Jasmin Wagner, die meisten von euch werden sie wahrscheinlich nicht kennen, aka Blümchen. Das war so, als ich 13, 14 war, war sie total hip und in, nee, ich glaube sogar noch früher, als ich 10 war oder so. Ist schon ein bisschen was her. Die war ganz nett, die hat sich super mit uns unterhalten, die war total offen und war ziemlich sympathisch. Eni van de Michaelkiss oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, die war auch sehr sympathisch und offen. Ja. Das war halt ganz schön, sich so mit den Leuten zu unterhalten. Und die waren auch recht natürlich. Also da hattest du nicht das Gefühl, oh mein Gott, sie hält sich jetzt für Michael Jackson und Elvis in einem und was weiß ich. Also es war wirklich recht entspannt, sich mit denen zu unterhalten. Und ja, leider war Ingo Zamperoni nicht dabei. Das war sehr traurig. Ich hatte gehofft, dass er auch kommt. Leider war er nicht da. Jedenfalls, ja, dann auf der Aftershow-Party war ich halt, wie gesagt, nicht. Und dann, das war es eigentlich auch schon so von dem, was ich erzählen kann. Wir sind dann halt am nächsten Tag, also dann war am Samstag auch schon alles vorbei, sind wir dann alle nach Hause gefahren. Und ja, generell eine gute Erfahrung, das mal erlebt zu haben, muss ich aber nicht ein zweites Mal haben, glaube ich. Also dieses, ja wahrscheinlich, wenn mich jetzt jemand zur Berlinale einladen würde, würde ich wahrscheinlich schon mitfahren, ne? Weil das ja dann auch nochmal was anderes ist. Aber es ist halt wirklich nicht so dieses, boah, krass, voll die Stars und das sind alles bessere Menschen als ich und die sind alle so viel schöner und toller und boah, überhaupt nicht. Also das, da wurde ich eines Besseren belehrt und ich glaube, das ist ein ganz guter, wie sagt man, ja, das ist, war für mich eigentlich so ganz gut. Das hat mich so ein bisschen entspannt. So was vieles betrifft. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Also wenn ihr wollt, kann ich euch gerne diese Filmausschnitte mal zeigen, was ich so gefilmt habe. Jochen Schropp live ganz nah dabei, wenn ihr wollt. Das ist ja auch schon ein Mäuschen. Ja, das war es eigentlich. So meine Erfahrung. War eine schöne Erfahrung, waren ein paar schöne Tage. Wäre es mir besser gegangen, wäre es wahrscheinlich auch so von meinem Empfinden noch viel, viel toller gewesen. Ja, sollte leider nicht sein. Hat nicht sein sollen. Was soll's. Aber das Essen im Hotel war super. Also das Frühstück. Und Berlin war auch ganz nett. Und ja, das war's. Okay, also wenn ihr Bock auf die Videos habt, dann sagt Bescheid. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne
wenn ihr irgendwelche Videoideen habt oder so für mich, könnt ihr mir das gerne mal schreiben, wenn ich dies oder das oder jenes mal drehen soll, wenn ich das irgendwie zeitlich hinbekomme oder so, wenn das von der Idee her passt, dann freue ich mich darüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Und bevor ich das vergesse, liebe Steffi, happy, happy, happy birthday nachträglich. Ich bin so ein Ochse, ich habe das total vergessen. Alles, alles Liebe nachträglich, oh Gott. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib immer gesund, dass alle deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und dass wir uns weiterhin so gut verstehen. Alles, alles Liebe. Und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich das vergessen habe. Tut mir leid. Ich hab dich lieb.